Also jetzt ist wirklich eine mittelstarke Katastrophe passiert. Ich gehe hier durch den Supermarkt und dann gucke ich in den Kindersitz und Emma ist weg. Ich habe sie hier verloren. Sie kann überall sein. Hä, das habe ich aber nicht aufgemacht. Was soll das denn? Ich will keinen Kuchen. Also eigentlich schon, aber wer war das? Oh, Emma, ich habe dir gesagt, du sollst dich an mein Tablet. Du warst doch bestimmt hier dran, dieser Regenbogenkuchen oder was das auch sein soll. Hä, nein, ich war da nicht dran. Ich schwör's. Was meinst du denn? Lass mal sehen. Ach so, das? Ja, das ist noch von meinem Geburtstag. Das hat Mama gebacken. Also das ist das Rezept dazu. Warte mal. Regenbogenkuchen zu deinem Geburtstag? Und warum habe ich nichts abbekommen? Das ist ja ein Skandal. Weil der Kuchen, der war nur für mich und die Kita-Kinder. Also weil du nicht in der Kita warst, auf der Feier hast du auch nichts abgekriegt. Pech gehabt. Aber wie konntest du nur? Weißt du was? Raus aus meinem Zimmer. Raus, ganz schnell. Julian, was schreist du denn hier so rum? Was ist denn los? Weißt du, wie fies eigentlich Emma ist? Sie hatte Geburtstag und hatte einen Geburtstagskuchen und hat mir nichts abgegeben. Ich bin ihr Bruder. Julian, beruhig dich. Dieser Kuchen, der war nur für die Kita bestimmt. Tut mir leid. Wenn du Geburtstag hast, mache ich dir auch so einen. Schon gut, Mama. Ich gehe ja schon. Mann, oh Mann, Julian hat sich ganz schön aufgeregt. Nur wegen diesem Regenbogenkuchen. Ach, Emmalein, mach dir nichts draus. Dein Bruder, der versteht halt gar keinen Spaß, wenn es um Kuchen geht oder Donuts oder was auch immer. Vielleicht können wir beide ja gemeinsam ein bisschen Fernsehen schauen. Mann, Mama, hast du das gesehen, was der da gerade gemacht hat? Total cool. Ein Akrobat ist das. Oh, Mama, schläfst du etwa? Oh, das macht gar keinen Spaß. Ich kann das nicht leiden, wenn man Fernsehen guckt und der andere schläft einfach ein. Das macht keinen Spaß. Dann lass ich dich mal besser schlummern. Ich gehe wieder nach oben, glaube ich. Nanu, jetzt klingelt das Telefon. Vielleicht sollte ich rangehen, aber eigentlich darf ich das nicht. Ach, egal, ist ja keiner hier und ich glaube, außer mir hat es auch keiner gehört. Ich gehe jetzt mal ran. Emma Vogel, hallo? Wer ist denn dran? Hey Emma, wie geht's? Hier ist Nina von Spielt mir Kinderspielzeug. Ich habe mal eine Frage an dich. Was? Das kann ich nicht glauben. Das ist ja wohl eine Veräppelung. Bist du noch dran? Hallo Nina? Ich war kurz weg. Ach so. Was ich dich fragen wollte ist, kannst du mir das Rezept für diesen Regenbogenkuchen geben, den du zu deinem Geburtstag bekommen hast? Nee, kann ich dir nicht geben, weil ich hab das nicht. Ich muss kurz Mama fragen, aber... Oh nee, die schläft ja. Weißt du was? Ich kann mich noch dran erinnern, was Mama da reingetan hat. Und wenn wir zusammen in den Supermarkt gehen, dann kann ich dir die Verpackung zeigen. Ich erinnere mich daran. Ja, wirklich. Ja, dann machen wir das doch so, wenn das geht. Also ich meine, wenn du das Rezept auch so irgendwie noch ungefähr weißt, dann können wir das gerne machen und uns im Supermarkt treffen. Oh, wie cool ist das denn? Ich treffe mich mit Nina im Supermarkt. Mit diesem grünen Schild. Ich weiß schon, wo der ist. Ich kenne den Weg. Ich muss nur noch Bescheid geben, dass ich weggehe. Julian! Hallo, ich gehe weg. Ich bin einkaufen. Mit Nina. Ja, ist ja gut, solange du mein Tablet nicht mitnehmen möchtest. Nina? Ich kenne nur die Nina von Spiel mir Kinderspielzeug, aber das ist sie ganz bestimmt nicht. Na, dann mal los. Ich hoffe, Nina hat genügend Geld dabei. Ich habe nämlich keins und sie muss das alles bezahlen. Hallo, ich bin jetzt gleich mit Emma verabredet zum Einkaufen. Ich bin mal echt gespannt. Vor allem habe ich mich gefragt, wie sie in so einen Einkaufswagen passt. Ich habe jetzt einfach mal diesen Playmobil-Autositz mitgenommen. Ich hoffe, den kann ich dann irgendwie in den richtigen Einkaufswagen reintun. Wahrscheinlich würde sie da sonst durchfallen. Ich hoffe, sie kommt und ich hoffe, sie hat das Rezept auch parat. Wir werden sehen. So, dann ziehen wir als allererstes mal hier so einen Einkaufswagen. Aber Emma ist auf jeden Fall noch nicht zu sehen. So, wir sind jetzt hier schon im Supermarkt. Emma habe ich auch gefunden, die war beim falschen Eingang oder beim anderen Eingang vielmehr. Ich habe sie jetzt hier in dem Wagen. Schaut sie euch mal an. So, hockt sie da jetzt. Hallo, hier unten. Da ist sie. Na, bin ich jetzt auf YouTube? Und wir gehen jetzt zusammen einkaufen. So, ich hoffe, dass Emma sich an die Zutaten erinnert. Das ist ja jetzt die Hauptsache, dass wir diesen Regenbogenkuchen machen. Ich möchte das unbedingt nachmachen. Aber ich bezweifle irgendwie, dass sie genau weiß, was sie kaufen will. Weil sie hat schon auf komische Sachen gezeigt, die auf jeden Fall nicht in den Kuchen sollten. Nina, guck mal, ich glaube, das ist auf jeden Fall in diesem Kuchen gewesen. Ja, ich kann mich erinnern, dass Mama das reingetan hat. Emma, das war scharfe Currypaste. Bist du sicher, dass das da reinkommt? Naja, ich hab das gesehen. Also Mama hat das aufgeschraubt, das Glas, und hat mehrere Löffel davon reingetan, ja. Also scharfe Soße oder irgendeine Currypaste, das kommt da nicht in den Kuchen rein, oder? Ich glaube, Emma ist ein bisschen durcheinander. Mal sehen, was sie noch so in den Kuchen reintun will. Ich bin gespannt. Aber sowas kommt auf jeden Fall nicht in den Kuchen. Was auch nicht fehlen darf in den Kuchen ist das hier. Das hat Mama auch reingetan, soweit ich mich erinnern kann, ja. Und davon hat sie, ich glaube, eine ganze Flasche reingetan, ja. Emma, du kannst wahrscheinlich noch nicht richtig lesen, aber das ist Creme, also Babypflegecreme. Und das kommt wirklich in den Kuchen rein? Na klar,
wenn ich dir das doch sage. Ich weiß es ganz genau. Entweder du glaubst mir oder du glaubst mir nicht. Fahr mir mal weiter, da kommen noch mehr Zutaten rein. Also ich glaube, das ist hier echt eine mittelstarke Katastrophe mit Emma. Bislang wollte sie scharfe Soße oder Currypaste und Babypflegemilch oder sowas, also Creme quasi in die Kuchen reintun. Ich denke, es war nicht so eine gute Entscheidung, sie mitgenommen zu haben. Was auf gar keinen Fall in dem Regenbogenkuchen fehlen darf, ist das hier. Das hat Mama auch gekauft, als wir die Zutaten geholt haben, weil das kommt auf jeden Fall in die Kuchen. Ich glaube, das ist die Glasur, ja, dieses weiße Zeug. Also ich hatte echt ein bisschen Vertrauen in Emma, dass sie die richtigen Sachen mitnimmt. Aber jetzt wollte sie wirklich ernsthaft Katzenfutter mitnehmen. Und sie ist sich auch sicher, dass die Mama das gekauft hat, als sie die Zutaten für den Regenbogenkuchen geholt hat. Aber ich glaube, das war das Katzenfutter für Simba und Samira. Also ob das in Kuchen reinkommt, ich kann mir nicht vorstellen. Ich weigere mich auch ein bisschen, das zu kaufen, weil das definitiv keine Kuchenzutaten sind. Emma, normalerweise kommen ja Eier und Mehl und sowas in Kuchen rein, ne? Also Eier, Mehl, Milch, Zucker, irgendwie sowas. Aber bei den Backzutaten, da glaubt sie, dass sie da nicht drin waren. Also. Oh, Nina, bleib mal stehen. Hast du das hier gesehen? Das ist ja ein riesengroßer Ständer voller Schoko, Linsen, keine Ahnung. Viele Farben, ja. Die vielen Farben kommen auch in den Regenbogenkuchen rein. Ich glaube, ja, von dem Ganzen. So viel, ja. Also das musst du auf jeden Fall holen, weil diese Farben, die machen den Regenbogen aus. Und dann das, wo die Katze drauf war, das ist wie die Glasur. Glaub mir. Also wir sind jetzt hier bei den Backzutaten und ich denke, hier wird was dabei sein. Also irgendwo hier sind doch wohl Kuchenzutaten. Aber so wie es aussieht, möchte Emma definitiv nur Süßigkeiten in den Kuchen reintun oder Sachen, die da eben nicht reingehören. Also ich bereue es ein bisschen, dass ich hier bin. Oh, Nina, wenn ich dir das auch sage. Diese ganzen bunten Sachen, die kommen da rein und wir brauchen davon super viel. Also diesen ganzen Ständer, ja. Oh, du glaubst mir nicht. Ich weiß, wie dieser Regenbogenkuchen geht. Ich hab's dir doch schon gesagt. Weißt du was? Mir reicht. Du schenkst mir gar keine Aufmerksamkeit. Alles, was ich sage, ist nicht richtig. Ich hab mir das anders vorgestellt. Ich zieh jetzt mein eigenes Ding durch. Ich geh jetzt dahin, was mir gefällt. Diese blöden Sachen für den Regenbogenkuchen. Puh, was gibt's denn hier noch so zu entdecken? Also jetzt ist wirklich eine mittelstarke Katastrophe passiert. Ich gehe hier durch den Supermarkt und dann gucke ich in den Kindersitz und Emma ist weg. Ich habe sie hier verloren. Sie kann überall sein. Ich schätze mal, dass sie da ist, was Kinder eben so interessiert. Also vielleicht bei den Süßigkeiten, bei den Spielsachen, irgendwie sowas. Da werde ich jetzt mal gucken und ich hoffe, ich finde Emma wieder. Ich bin mir total sicher, hier wird Nina mich nicht finden. Ich tarn mich jetzt einfach. Das fällt auch nicht auf zwischen den anderen beiden, oder? Also ich glaube, hier wird Emma irgendwo sein. Wir sind jetzt bei den Spielwaren und ich gucke jetzt hier schon so die Regale durch und überlege, wo sie sein könnte. Vielleicht Lego Friends oder so, Lego Sets. Könnt ihr sie irgendwo sehen? Ich kann sie noch nicht sehen. Boah, vielleicht bei dem Babyspielzeug? Oh, ich weiß auch nicht. Nein, ist sie nicht. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, oder? Emma denkt sich, ich sehe dich da nicht. Ich habe sie gefunden. Ich glaube, sie versucht sich zu tarnen. Da bist du ja, Emma. Hab dich. Oh nein! Also abhauen geht wirklich gar nicht im Supermarkt. Ich bin froh, dass ich sie wiedergefunden habe. Ich weiß nicht, wie ich das sonst Familie Vogel hätte erklären sollen, wenn ich jetzt ihre kleine Tochter hier verloren hätte. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch wirklich enttäuscht, dass es jetzt für mich keinen Regenbogenkuchen gibt. Muss ich wohl noch mal Claudia fragen. Ich bin nur abgehauen, weil du mir einfach überhaupt nicht glaubst. Ich habe dir schon alle Sachen gesagt, die da reinkommen. Und du weigerst dich, die zu kaufen. Deswegen bin ich abgehauen. Nö. Nina, ich rede jetzt auch nicht mehr mit dir, weil ich bin total sauer. Ich bin jetzt eine beleidigte Leberwurst, ja. Aber weißt du, womit du mich aufheitern könntest, wenn ich auch wieder mit dir reden soll? Dann hol mir mal bitte diesen Kakao hier, ich hab mächtig Durst. Also wir haben jetzt wirklich nichts anderes geholt als eine Flasche Kakao. Na gut, Emma ist wenigstens nicht leer ausgegangen. Ich glaube, ich habe ihre schlechte Laune vertrieben. Aber jetzt geht's zur Kasse und dann war's es auch schon mit dem Einkaufen. Ja, das war's auch mit dem Regenbogenkuchen. Ich lasse meinen Kakao nicht aus den Augen. Dann gehe ich eben hier auf dieses Fließband. Oh, das ist ja ganz schön hier am Wackeln. Boah, toll. Ich wollte das schon immer mal machen. Aber danach gehe ich nach Hause. Ich habe keine Zeit mehr. Oh, jetzt bin ich endlich wieder zu Hause. Und ich habe mir diesen ganzen Kakao reingestellt. Mh, lecker. Ich muss jetzt klingeln. Ich habe keinen Schlüssel. Emma, da bist du ja. Ich habe mich schon solche Sorgen gemacht. Wo warst du? Ich war einkaufen. Habe ich doch Julian gesagt. Hat er dir das nicht weitergeleitet? Einkaufen? Mit wem? Was hast du denn gekauft und mit welchem Geld?
Ach, ich mit Nina. Ich habe kein Geld gebraucht. Sie hat das bezahlt, aber es ist total nach hinten losgegangen. Emma, wenn du das nächste Mal das Haus verlässt, dann musst du doch mir Bescheid geben und am besten nicht Julian. Frag Papa oder mich. Ja, ist okay, Mama, ich verstehe das schon. Tut mir leid. Oh, ich muss mich dringend hinlegen. Mir geht's gar nicht gut. Ich habe so einen großen Kakao getrunken, der war größer als unser Haus, glaube ich.